Gut. Dann fliegen wir wieder. Und zwar zur Kujara Ranch. ja, wo ist es? Wo sind die Flügel hin? Gerade neu sortiert und alles wieder durcheinander. Da. Kujara Ranch. Und Ranch-Gipfel. Da können wir erstens dem einen Typen helfen, der sich da eingeölt hat. Und wir kommen noch zu einem kleinen neuen Raum. Weil ich habe nämlich gesehen, wie wir das letzte Kujara, ich spreche das so komisch aus, Kujara Vieh finden, beziehungsweise wie wir da rankommen. Gefunden habe ich das ja schon. Jupp. Fick dich. Da ist nämlich das andere Kujara und da kommt man ganz einfach dran. Ich wusste das aber nicht, dass man da so einfach drankommt. Ich habe es mir natürlich schwerer gemacht, als es eigentlich war. Was ist das eigentlich nochmal? Verschlossen. Und zwar kommt man da ganz einfach dran, denn man kann das Ding schieben. Wusste ich nicht. Ich habe da drauf rumgeklappt, habe mir gesagt, ach ja, geht nicht, musst du irgendwas anderes für haben. So. Was ist mit dir? Ich war eben beim Bildhauer. Seine Skulpturen ansehen, sie sind echt klasse. Oh, ging das schnell. Die Pause ist vorbei. Ich muss weiter. Kujaras waschen. Bis bald. Jetzt ist auch die Kujara-Waschanlage wahrscheinlich offen. Die war nämlich auch geschlossen. Und was ist hier? Bildhauerhütte. Hier waren wir auch noch nicht. Das ist nämlich der Raum, den ich meinte. Ah, das müssen wir wahrscheinlich genau hier hinschieben. Was? Du? Bist du so behämmert wie das Eis hier? Ich gehe mal davon aus, dass wir es da hinschieben müssen. Ja, natürlich. Oh, diese Eisskulptur, wie toll. Dieser Glanz und die Klarheit, sie ist erstklassig. Und die Farbe, angeblich ist sie berühmt. Das ewige Eis, hey! Ihr! Die Skulptur ist in meinem Zimmer, also gehört sie mir. Klar, das ist okay, oder, Tombi? Okay, ich werde sie schaffen. Die ultimative Eisskulptur. Ha! Das Meisterwerk. Können wir mit dem quatschen? Jetzt nicht oder sowas bestimmt. Aha. Okay, das dauert jetzt wahrscheinlich bestimmt einfach nur eine gewisse Zeit, bis hier was bei rauskommt. Na gut, dann hätten wir das auch schon mal. Dann bringen wir das letzte Kujara jetzt weg. Beziehungsweise, nee, wir suchen jetzt erstmal den einen Kollegen da. Wo war der denn? Problem hatte ich letztes Mal auch schon. War der hier unten? Ich guck mal, was hier unten drin war. Operationsraum. Könnte sein, ne? Wenn hier die Mädels. Ja, hier sind die Mädels. Super. Dann ist der Heini nämlich hier hinten. Hallo. Bla. Aber angeblich essen bla. Okay. Das war das Steak Sandwich. Bitteschön.
Yay! Das kann ich jetzt auch wegmachen. Punkt, 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 Punkt. Moment, ich muss hier noch durchstreichen. So. Oh! Danke, prima. Dafür verrate ich dir etwas. Was denn? Ich suche den Turm der Stärke. Das ist ein legendärer Turm, in dem noch niemand war. Aha. Mit dem Namen kann man dort bestimmt viel Kraft gewinnen. Den Turm werde ich erobern. Ja, mach das mal. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. Jetzt bringen wir aber das Kujara weg. Du lässt mich in Ruhe. Ich habe keine Lust mit dir, irgendwas zu machen. Die Musik mag ich eigentlich ganz gerne. So, erstmal nach oben und dann nach unten. So. Rein hier. Gipfelschuppen. So. Fam, wir haben drei Stück. Reicht das? Tja, abwarten. Tja. Das sieht sehr nach Simon Says aus. Was passiert da? Das sieht irgendwie sehr nach Tierquälerei aus. Wow, das war unheimlich. Wie bei Win, aber... Fam, du bist cool drauf. Yay. Geschafft! Es klappt, Jungs! Die armen Kujaras, ey. Mir tun die Kujaras leid. Ja. Keine Sorge, die sind zäh. Oh, stimmt ja. Ihr dürft natürlich als Erste mit der Gondel fahren. Wenn ihr in den Wald wollt, könnt ihr sie immer benutzen. Außerdem habt ihr von den Schweinen gesprochen. Hier, für euch. Eisschweintasche erhalten. Vielen Dank, Fam. Fang das böse Eisschwein. So, da gehen wir aber jetzt noch nicht lang, sondern wir gehen erstmal in den Waschraum. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir die noch alle einzeln da runterbringen müssen. Wir sind auf jeden Fall. Ach, guck mal, da können wir gleich da die Sicherung einsetzen. Hier waschen wir die Kujaras, die voller Toradak. Moment, Toradakoöl sind. Was meint ihr? Wollt ihr mal? Das kostbare. Es heißt ja eigentlich Kujara, aber es hört sich komisch an. Kujara-Fell verdirbt noch, wenn wir es nicht waschen. Aber die Maschine ist so alt und läuft immer nur 90 Sekunden. Da müsst ihr fertig sein. Ihr müsst nur die Kujaras einfangen und ins Loch werfen. Simpel, was? Wasch die Kujaras. Fangt bei der ersten Gruppe an. Das sind die Braven. Die sind kein Problem. Ich will doch noch gar nicht. Wenn ich ein Kujara beißt, wirf es zurück durchs Tor.
Ach, da oben ist eins. Etwas verwirrt. Nicht darunter. Das schaffe ich nicht mehr. Komme ich denn jetzt nach hinten? Da. Ich bin gerade etwas leise, ja. Tut mir leid. Ach komm! Okay, eins noch. Vielleicht kriege ich es noch hin. Ja gut, es fast hätte ich es doch geschafft. Nein, ich möchte erstmal abspeichern. Schade, es ist wohl zu schwer für Anfänger. Aber wo gehst du hin? Wenn ihr wieder waschen wollt, kommt einfach zurück. So. Wenn du die Kujara durchs Tor schaffst, wird es sofort gewaschen. Aktuell Kujara Stand 1. Ich möchte gerne... Ja gut, dann... Kann man das hier einsetzen? Wo ist es denn? Da. Nee. Ja gut, dann... Zieh dich. Ja. Na gut. 90 Sekunden. Okay, mit 3 beendest du den Durchgang. Das muss man ja auch wissen. Was ist das für lustige Musik, ey? So gut, dass die Zeit angehalten wird in der Zeit. Das müssen wir jetzt eigentlich hinkriegen. Vamos.